Komm, Creeper, komm, Creeper. Ja, fuchtel doch, fuchtel doch, fuchtel doch. Komm, komm. Moin moin Podcrafter und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Hunger Games Aufnahme. Ich bin's, der Riol, und ja, ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum denn etwas anders? Erstmal, wir sind hier mit knapp 100 Leuten auf dem Server und zweitens, wir spielen Hunger Games und können gleich abbauen. Ich habe mal irgendein Kit genommen, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Ja, ich bin Santa Claus. Okay, ich glaube, ich wollte nicht Santa Claus nehmen. Auf jeden Fall bauen wir uns erstmal hier ein bisschen Holz ab. Oh Gott, jetzt kriegt der unser Holz. Nein, okay, ich hab's. So, das ist eigentlich egal, wie viele Holz kriege. Ach nee, ich wollte ja eigentlich Cultivator. Ah, egal. Egal. Wir spielen jetzt Center und, ja, holen uns jetzt Holz. So, ein bisschen Holz. Mindestens 3 oder 4 Blöcke sollten wir dann schon mitnehmen. Oh, ich sehe gerade, meine Minimap ist gar nicht mehr an. Oh, das ist aber schade. Na okay, einfach jetzt mal weg hier von Spawn. Wir sind nämlich die ersten 3 oder 2 Minuten unbesiegbar und das sollten wir eigentlich mal auskosten. Und jetzt mal so ein bisschen in die Ferne ziehen. Oh Gott, ich höre irgendwas brennen. Da hat schon irgendjemand was angezündet oder irgendwas brennt. Okay, wir springen mal gleich hier auf die Eisscholle. Ist auch immer nicht so ganz häufig hier. So Wüste und Eisbiom ganz nebeneinander. Komm, wir folgen doch mal dem hier. Dem Nudel-Ninja. So, wichtig für uns ist dabei, dass ihr uns wieder Feedback gebt, wie ihr das findet und ob ihr da auch mal mehr von haben wollt. Natürlich dann in Zukunft mit dem Chunky. Der Chunky ist heute nur nicht mit dabei, weil heute halt der zweite Weihnachtsfeiertag ist und der Chunky für Weihnachten komplett ausgebucht ist und ich mir aber gedacht habe, ach komm, nimm doch mal was für die Leute auf, die heute nichts zu tun haben und jetzt sind wir hier und ihr guckt mir zu. Frohe Weihnachten euch nochmal. Oder, keine Ahnung, Happy Hanukkah. Frohes Neues. Oh, oh, geil. Pilzbiom. Oh, geil. Geil. So, okay. Erstmal eine Crafting Bench machen. Crafting Bench. So, jetzt bitte 2 Sticks. Okay, 4 Sticks auch okay. 15 Sekunden haben wir noch unsere Unbesiegbarkeit. Jetzt mache ich hier nochmal ganz kurz eine Spitzhacke. Ah, erstmal Spitzhacke. So, und die Unbesiegbarkeit geht weg. Aber ich glaube, hier ist gerade keiner in der Nähe. Ich gehe mal ein bisschen aufs offene Land. Na, da, aber da läuft jemand in unsere Nähe. Woher haben wir denn Wolle? Present for Kaya. Present for Beatmaster. Ja, weil wir Santa Claus sind. Ja, wäre ich mal Cultivator gegangen, was ich eigentlich wollte. Aber da hat mir noch einer, ich glaube, es war der Creeper Guy oder so, hat mir das gesagt. Okay, nicht so viel Zeit verschwenden. Schlechte Erfahrung. So, Stein abbauen. Stein. Da haben wir Stein. Ist ja ganz geil, dass wir jetzt hier gespawnt sind. Aua. Mal kurz umgucken. Wir holen uns jetzt erstmal nur 6 Steine oder so. Weil erstmal brauchen wir nicht mehr. So, 5 reicht eigentlich schon. So, und jetzt machen wir uns erstmal ein Steinschwert und eine Steinspitzhacke. Dann geht das nämlich alles viel schneller. Oh. So, dann machen wir uns gleich mal Suppe. Also Pilzsüppchen. Haben wir hier genug Pilze? Da kam direkt wieder ein neues Geschenk rein, ja. Wenn ihr schon immer mal Weihnachtsmann spielen wolltet, dann hier, die IP findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung, wie immer. So. Ja, ich hab's mitbekommen, Ray. Deine Minimap gibt einen Error 0. So, okay. Jetzt Suppe machen. Süpsch. Oh, das passt perfekt. 4 Suppenschalen. Ganz kurz umgucken. Niemand in Sicht. Das ist schon ein bisschen auffällig hier in so einem flachen... Ah! Okay. Fliegenpilze brauchen wir. Fliegenpilze. Da kommen auch schon die Fliegenpilze. Wie viel haben wir? 3 Stück, das reicht erstmal. Und hier noch so ein paar braune Mushrooms. Nehmen wir auch mal mit. Hey! Kurz wieder auf Festland gehen. Also ein bisschen Flachland meine ich damit. Also nicht, dass ihr euch wundert. So, hier und da machen wir uns dann erstmal 3 Schalen Süppe. Und Süppeln. Das jetzt ausholen. Das ging aber schnell. Nö. Ist das hier immer so schnell oder liegt das an uns? Vielleicht, weil wir Santa Claus sind, können wir das so runterwürgen wie nichts. Okay.
bräuchten am besten Eisen. Eisen, wir können ja hier mal. Okay, wir nehmen unsere Crafting Bench mit. Spotify, was tust du? Komm, schnell, 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 schnell. Ich hab so ein Gefühl, dass da gleich einer von hinten kommt und uns versucht wegzumetzeln. Wie viele leben denn noch? 45 Leute. Also es sind jetzt schon 55 Leute umgebracht worden. Ich hoffe, das stimmt. Das war jetzt mal so rein intuitiv gesagt. Jetzt sind einfach mal ein bisschen weiter gen Norden. Ja, passt doch. Hier ist auch nichts, außer ein Baum, obwohl den können wir gleich mal mitnehmen. 40 Spieler leben noch. Uns verfolgt gerade keiner, was ja eigentlich mal cool ist. Und wir leben schon durchaus länger, als ich in meinen ersten Versuchen gelebt habe. Weil wir haben das Ganze schon mal versucht, gestern aufzunehmen. Was dann aber eher chaotisch war und... was war das? Was war das? Was macht dieses Kid? Was macht das? Aber jetzt sind wir so ein bisschen... ich bin jetzt ein bisschen mehr... Ich will jetzt nicht aufgeklärt sagen, aber ich weiß mehr Bescheid über das Spiel. Nein, ich will das... kann ich das noch nicht damit abbauen? Da ist echt so eine blöde Klasse. Das ganze Inventar ist bestimmt schon voll mit so Geschenken. Also einen Baum noch ab, das reicht. Dann nehmen wir hier noch Pilze mit. Und dann gehen wir zum Nordpol. Da, wo wir wohnen, als Santa Claus. So. Ein paar Pilze noch. Wie viele Pilze haben wir? 3 Stück. Okay, ein paar mehr. 6 Stück. Das ist okay. Jetzt noch braune mitnehmen. Davon haben wir noch 3. Also nehmen wir auch nochmal 3 braune mit. Haben wir die auch alle aufgesammelt? Jawohl. Kurz umgucken. Ich sehe gerade erfreulicherweise keinen. Und es sind noch 27 Leute um. Also, so wie ich die Leute kenne, haben die schon alle so Diamantschwerter, Eisenrüstung. Dass das ganz schön extrem ist. Aber wie gesagt, schreibt uns mal, ob ihr da mehr wollt. Und dann kommt natürlich auch mehr, weil mir macht das ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich viel Spaß. Ich finde das ziemlich cool. Hoppla, ich bin da gerade voll gegen das Mikrofon geknallt. Eine kleine Insel mit Wald, mit Dschungelwald. Hinter uns scheint aber ehrlich gerade keiner zu sein, was ja eigentlich ziemlich gut mal für die Aufnahme ist. Aber die Blitze, die schlagen ja auch ein... Oh, 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 wir müssen mal wieder was essen. So, machen wir uns mal 4 Süppchen. So, Dankeschön. Super. Njam, njam, njam. Okay. Kakaobohnen bringen es jetzt hier nicht wirklich, weil wenn wir Suppe haben, ist das schon eigentlich die beste Nahrungsquelle, die es so eigentlich gibt im Spiel. Es war schon eigentlich ein ziemlicher Glückstreffer. Soweit ich weiß, werden die ganzen Biome hier auch zufallsgeneriert, sodass es eigentlich immer unterschiedlich ist, was man hier so begegnet. Und ich weiß auch nicht, was der Kompass sagt. Sagt er uns den nächsten Spieler? Ich meine schon, irgendwas war da. Mit nächster Spieler und so. Vielleicht sollten wir uns da gleich mal hinbegeben. Ja, ist ja momentan Weihnachten und deswegen habe ich mir gedacht, ach, probieren wir mal dieses Santa-Kit aus. Weil die vorherigen, die haben eigentlich nichts gebracht, dachte ich. Ich dachte, dass man da so eine richtige Ladung Items bekommt oder so. Aber, jemand hatte mir das dann erklärt und vielen Dank. Ist ein Ami gewesen, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dieses Video sehen wird, ziemlich gering. Aber okay. So, hier kommen wir jetzt auf eine Flat Map. So ein bisschen Flatland, so eine schöne Grasebene. Und vielleicht sehen wir jetzt ja noch 18 Spieler. Komm, vielleicht schaffen wir es ja in die Top 10. Hinter uns ist weiterhin keiner. Also es war schon, glaube ich, gar keine so schlechte Idee, mal ein bisschen zu wandern. Was ist denn hier los? Kohle. Ich gehe mal hier ein bisschen... Oh Gott, was hat die... Oh, scheiße. Ich dachte, hier gibt es keine Monster. Ey, bitte werd nicht Nacht oder so. Oh, es wird Nacht. Was seid ihr denn da hinten? Klötze. Oh.
Was willst du denn? Skelly. Skelly. Skelly the Skeleton. Kurz mal umschauen, ob hier jemand ist. Sieht nicht so aus. In die Richtung ist unser nächster Feind. Boah, ich dachte gerade, da steht ein Creeper. Du böses, böses Zuckerrohr. So, ich muss mir noch mal ganz kurz... Oh, wir haben ja noch eine Süppe. So, bitte. Nom, nom, nom. Hat die uns überhaupt was gebracht? Sah nicht so aus. Oh, wir haben schon wieder ein Geschenk bekommen. Wie toll. Was war das denn für ein Geräusch? Habt ihr das gehört? Ist das frisch? Eine Crafting Bench. Oh oh. Ich höre Frösche und da vorne ist eine Crafting Bench. Vielleicht ist ja ein Frosch oder so. Und der quakt und keine Ahnung. Also erstmal darüber schwimmen. Oder vielleicht wäre es doch sinnvoller, zum Pilzbiom zu schwimmen. Ich glaube, das wäre sinnvoller, weil dann hätten wir noch ein paar Pilze, die wir dann in Süppe verarbeiten könnten. Da ist gerade wieder Pilz aufgewacht. Aufgewacht, vor allem. Hinter uns ist noch keiner. Sind wir denn schon mittlerweile in der Top 10? Ich weiß es nicht. People die. I need food. Nein. Es leben noch 16 Leute. Nee, 17 Leute. Hier, mit dem Dirt. Digging in the dirt. So. Pilze. Die sehen auch ziemlich cool aus mit der 1.4.6 Version. Wo das jetzt alles so 3D animiert dargestellt wird. Oh Gott, ich dachte, da platziert gerade jemand Blöcke. Aus der Richtung ist unser nächster Feind. Das ist bestimmt der, der die Crafting Bench aufstellt. Ja, toll, die Präsente. Können wir die droppen? Haben wir auch ein Präsent für mich? Digger for Array, Barbarian, for Monk, for Thor, for Kaya, Digger, Array, Barbarian, bla bla bla. Achso, das sind die einzelnen Klassen. Ja, cool. Ist zwar ganz nett, aber das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. So, eine Süppe doch trinken. Gut, die hat mir jetzt was gebracht. Vielleicht war das gerade echt nur ein Bug. Ich weiß, dass zum Beispiel die Klasse Spy, die hat zum Beispiel die Fähigkeit, dass sie... Was ist das denn? The Naughty List. Warte. Das ist aber schade. Das sind die unartigen Leute. So. Ich weiß, dass zum Beispiel der Spy, der kann die exakten Koordinaten einer Person sagen. Ich weiß nicht, ob das über einen Command geht oder so. Der Cultivator, der bekommt eigentlich nur den Standard-Kompass, sonst nichts. Hat dafür aber die Möglichkeit, dass er Setzlinge, wenn er die pflanzt, dass sie sofort wachsen. Das ist ja auch eigentlich gar nicht mal so unchillig. Na ja, okay. Suppe, haben wir noch eine? Und hier ist weit und breit keiner. Ich bin Santa. Lass mich in Ruhe. Machen wir uns nochmal Süppe. Süppe, Süppe. Okay, okay. Wir sind bereit für den Kampf. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal in die Richtung, wo unsere Kompassnadel hin ausschlägt. Vielleicht kommt er ja auch auf die Idee und läuft zu mir, weil wenn ich... Na okay, das muss nichts heißen. Nee, nee, ich dachte irgendwie, dass wenn ich sein nächster Spieler ist, bin, dass er auch mein nächster Spieler ist. Okay, er befindet sich anscheinend genau, wenn wir hier gerade auslaufen. Und er bewegt sich anscheinend auch nicht. Oder doch, er bewegt sich. Oder auch nicht, oder auch nicht, oder auch nicht. Gut. Und wir sind hier auf einem Berg. In die Richtung. Er ist auf jeden Fall in den Schneewald reingelaufen. Oh, 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 oh. Na komm. Eine Süppe nehmen wir nochmal. Für den Notfall und noch einen. Da unten ist hier ein. Er hat mich auch gesehen.
nicht sehen. Ha, läuft er. Er denkt, ich sehe ihn nicht. Doch da steht er, mit seinem Steinschwert. Ich mache ihm mal so ein bisschen Angst. Das ist awesome. Okay. Oh, das war nicht lustig. Ja, komm, Creeper, komm, komm, komm. Komm, Creeper, Mann, versteck dich nicht. Komm, versteck dich nicht. Wow. Komm, Creeper, komm, Creeper. Ja, fuchtel doch, fuchtel doch, fuchtel doch. Komm, komm. Ranzig, sich so zu verkämpfen. Okay. Ranzig. Echt ranzig. Weil, wenn wir da unten reinspringen würden, dann hätte er uns sowas von. Weil wir bekommen Fallschaden. Dann kann er uns schon mal, wenn wir gerade runterfliegen, ein bisschen hauen. Und das ist ja nicht der Sinn. Also schäm dich, du blöder Camper. Nehmen wir mal ein bisschen Zuckerrohr mit. Können wir wahrscheinlich eh nicht. Haben wir es da jetzt liegen lassen? Keine Ahnung. Er schreibt nice. It's Christmas. Okay. Er ist immer noch mein nächster Spieler. Wir müssen jetzt mal ein bisschen drauf achten. Und dann sehen wir es, ja? Wenn... Wie heißt es? Wenn die Nadel auf einmal ganz ruckartig umschlägt. Okay, noch 13 Spieler sind am Leben. Oh Gott. Der Sheriff 10, das ist ein Cultivator, der hat auf jeden Fall, hat dann ein Eisenschwert. Wie ich es euch gesagt habe, dann eine Diamantrüstung und ach, keine Ahnung, was der noch alles hat. Ich kann mir da so einiges ausmalen mit seinem Bogen, mit seinen 3-Stack-Pfeilen und, oh Gott, lassen wir das. So. Die Welt lädt auch irgendwie so ein bisschen langsam bei mir. Hier ist wieder Dschungelbiom und der Typ ist immer noch der Nächste. Ich weiß nicht, ob er mir hinterher rennt oder so, oder ob er da jetzt weiterhin in seinem Loch, in seinem Bunker chillt. Ich guck mal ganz schön nach hinten. Sieht jetzt nicht so aus. Ah, wie es aussieht, wenn man disconnected, kann man wieder kurz reinjoinen. Das ist eine ziemlich coole Sache. Das sollten eigentlich alle Hunger Games Server haben, weil ich finde das eigentlich ziemlich fair. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. The Force Field? Was für ein Force Field? Was ist das? Was ist das? Force Field. Force Field. The Force Field ist nearby. Wo bist du? Ja. Wow, das Ding spammt mal. What the fuck? What the fuck? What? Oh. Okay, frohe Weihnachten, lieber LMFAO Orox. LMFAO Rox 44, da du mich mit deiner Luft erschlagen hast, naja, jetzt, es war halt nur so eine kleine Pilotausgabe. In der nächsten Folge, falls ihr das wünscht, schreibt uns das mal bitte in die Kommentare. Geht's dann los mit dem Chunky und dann rocken wir das Ding natürlich. Und ja, ich würde sagen, frohe Weihnachten nochmal und bis zur nächsten Folge. Ciao.